Meine Damen und Herren, ich rufe nun auf Top 76 den Antrag der SPD, sicheres und angstfreies Lernen in der Krise garantieren, Setzpunkt, mit Top 81 den dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Maske auf statt Schule zu, ist alleine kein Konzept. Kultusminister muss Missstände endlich erkennen und handeln. Und als Ersten erteile ich Herrn Degen das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Lage ist ernst. Wir haben darüber jetzt schon vielfach diskutiert an diesem Tag. Ich weiß nicht, ob Sie auch die gestrige Rede der Kanzlerin verfolgt haben, die ausdrücklich appelliert hat, das Infektionsgeschehen eben auch in den Schulen nicht zu unterschätzen, meine Damen und Herren. Denn die Nationalakademie Leopoldina sagt in ihrer Stellungnahme, Schülerinnen und Schüler sind ein wesentlicher Teil des Infektionsgeschehens. Das zeigen die Zahlen in anderen europäischen Ländern, wie auch aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts für Deutschland. Meine Damen und Herren, Sachsen schließt die Schulen komplett. Das gilt es zu verhindern in Hessen. Denn gerade die kompletten Schulschließungen, die wir auch hier im Frühjahr erlebt haben, sind das Schlimmste für Bildungsgerechtigkeit. Denn wenn es keinen strukturierten Wechsel, keinen regelmäßigen Anlaufpunkt an den Schulen gibt, dann werden Kinder und Jugendliche abgehängt. Und das darf nicht sein. Das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Bayern geht einen anderen Weg, wenngleich dort an den beruflichen Schulen kompletter Distanzunterricht, also auch Schulschließungen, praktiziert werden. Und auch dort, wo eine 7-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Aber dort, wo ausgenommen sind Grund- und Förderschulen in den 5., 6. und 7. Klassen, aber alle ab Jahrgangsstufe 8 gehen in den Wechselunterricht ansonsten, meine Damen und Herren. Bayern geht, es fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich nicht immer so ein Fan bin der Politik dort, aber in diesem Fall muss ich sagen, Hut ab, wo Bayern recht hat, haben Sie recht, Sie übernehmen Verantwortung landesweit und geben klare Vorgaben. Und es geht mir dabei gar nicht um die Farben der betroffenen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Das glaube ich, diese Farbenspiele finden in dieser Pandemie keine Anwendung. Ich selbst bin Fan, Herr May, von dem 8-Punkte-Papier der Bundesgrünen. Finde ich richtig gut, was da drin steht. Ist, glaube ich, sehr deckungsgleich mit dem, was wir machen. Aber in allen Parteien, glaube ich, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Deswegen machen diese Spiele hier keinen Sinn. Und ich muss sagen, Bayern war ja schon im Sommer vor uns. Da waren ja die Sommerferien in Bayern noch nicht mal halb um. Da gab es doch schon einen Stufenplan, wo alle wussten, bei welchen Inzidenzen sie sich auf was einstellen können. Da wurde das in Hessen noch abgelehnt, erst 2 Wochen. Das wissen Sie, nach dem Schuljahresbeginn kam dann noch hier ein Stufenplan, leider aber ohne verbindliche Vorgaben. Und wir sind das ja nicht anders gewöhnt. Hessen zögert und zaudert. Und Kurzschlussentscheidungen sind nach wie vor an der Tagesordnung. Das haben wir auch schon vielfach erlebt, wenn Schulen freitags erfahren haben, was am Montag auf sie wartet. Und deswegen erwarten wir jetzt schon Planbarkeit, bevor wieder irgendwann die nächste Kurzschlussentscheidung kommt, damit präventiv einfach Schulen besser geschützt werden vor weiteren Infektionssteigerungen und Fällen, meine Damen und Herren. Das sehen ja nicht nur wir so. Wir haben schon erlebt die Schülerdemo in Frankfurt. Jetzt morgen findet in Kassel eine Schülerdemo statt. Unverantwortlich nennen die sich, und sie wollen eben erreichen, dass es einen Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht eben gibt. Und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen hat das auch schon mit Zahlen versucht näher zu bringen. Leider hat der Ministerpräsident hier am Dienstag das als unbewiesene Behauptung bezeichnet. Ja? Dabei ist es einfach nur die Auswertung der Inzidenzzahlen der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren in Frankfurt an dem Beispiel. Und die liegen immer ca. 100 Fälle über der 7-Tage-Inzidenz in der ganzen Stadt. Das heißt, Sie sehen, dass es an Schulen ein höheres Infektionsgeschehen gibt. Und das betrifft jetzt nur die Schüler und noch gar nicht die Lehrkräfte, meine Damen und Herren. Wir haben eine Grundschule in Langen, die jetzt gerade mit einem offenen Brief sich an die Politik gewendet hat. Das sind dort 25 Mitarbeiter. 7 Mitarbeiter sind inzwischen an Corona erkrankt. Weitere 7 befinden sich in Quarantäne. 2 Klassen sind geschlossen. Also,
Man kann doch nicht sagen, dass das alles kein Problem an Schulen sei. Und das Beispiel Lolle haben wir auch schon besprochen, meine Damen und Herren. Ich bleibe deswegen ausdrücklich dabei. Wir müssen hier zu anderen Lösungen kommen. Und vor allem, unser Antrag, so will ich ausdrücklich sagen, ist kein reines Plädoyer für Wechselunterricht. Der Antrag ist ein Plädoyer dafür, Abstände einzuhalten in Schulen. Durch vielleicht doch größere Räumlichkeiten, die man finden kann, wo ich mir mehr Engagement wünschen würde. Durch möglicherweise eben einen Wechselunterricht, am besten in Hybridform, digital, aber auch analog kann das sein. Ja, und da, glaube ich, gibt es deutlich mehr zu tun, mehr dafür zu sorgen, dass eben Abstände eingehalten werden können, gerade auch in Schulbussen, weil auch das viele Eltern, viele Kinder und Jugendliche, viele Lehrkräfte auch beschäftigt, dass dort einfach Abstände bisher nicht so eingehalten werden sollen, wie man sonst im ganzen Lebens im Alltag einfach lernt. Meine Damen und Herren, ich habe mir vor zwei Wochen selbst bei einer Schule, bei mir im Wahlkreis, solch einen Hybridunterricht angeschaut. Und ich weiß, das sind da besondere Bedingungen, weil wir an meinem Kinzig-Kreis, seit Jahren sozialdemokratisch geführt, längst jede Schule ans Glasfasernetz angeschlossen haben direkt. Und alle, was ich erlebt habe in diesem Unterricht, die eine Hälfte der Klasse war eben zu Hause. Ich konnte auch mit denen sprechen. Die andere Hälfte war im Saal. Die haben das alle als positiv empfunden. Und klar gesagt, wir können viel entspannter lernen. Hier in der Klasse sind wir weniger, der Lehrer kann besser auf uns eingehen. Und wir sind strukturiert dabei, weil wir parallel einfach am Unterricht dabei sind. Und das sagen ja nicht nur Sozialdemokraten. Auch heute können Sie ja lesen in der FNP zum Beispiel Limburg-Weilburg. Dort sagt der Landrat, bekanntlich CDU, das hat sich bewährt in Bezug auf den Wechselunterricht an den Schulen ab Klasse 7 im Landkreis Limburg-Weilburg, meine Damen und Herren. Also warum haben Sie so viel Angst vor diesem Modell? Ich kann ja verstehen, dass es ein Eingeständnis ist, dass trotz aller Behauptungen 90% der weiterführenden Schulen nehmen an der Schulplattform teil, dass das so eine tolle Lösung am Ende nicht ist und dass wir längst nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein könnten. Das muss man eingestehen, jawohl. Aber ich sage noch einmal, Wechselunterricht muss nicht nur digital stattfinden, er kann auch analog stattfinden, mit Wochenplänen, mit Tagesplänen. Und das ist uns alles lieber, so einfach dafür zu sorgen, dass Schule angstfrei und sicher stattfindet, meine Damen und Herren, als auf den Normalunterricht zu bestehen und damit einfach in die Gefahr zu gehen, dass am Ende Schulen komplett geschlossen werden müssen, meine Damen und Herren. Und deswegen wollen wir mehr Verantwortung von Landesseite. Ich weiß, man kann das zum Teil vor Ort regeln, aber nicht jeder traut sich das. Nicht alle haben die Kapazitäten, solche schulfachlichen Fragen vor Ort zu bewerten. Und ich halte es für falsch, dass immer wieder die Verantwortung aus Wiesbaden nach unten auf die Kommunen delegiert wird, weil man einfach sich nicht traut, selbst Entscheidungen zu treffen, meine Damen und Herren. Und das muss gar nicht heißen, sklavisch ab einer Inzidenz von 50, wie das RKI es vorgibt. Aber es kann nicht heißen, wir lassen alles laufen ohne Grenze nach oben. Es braucht eine Obergrenze, an der auch Kultusminister Lorz sagen muss, jetzt ist Schluss, jetzt muss das Wechselmodell eingeführt werden. Solche Sicherheiten brauchen wir. Und dazwischen kann es einen Korridor geben, in dem Schulen selbst in die Lage versetzt werden, individuelle Lösungen zu finden, gerade auch Förderschulen, wo besondere Lösungen gefragt sind. Auch Schulen, wo einfach Schüler sind, die es schwieriger haben, wo man gucken muss, dass man vielleicht nur einen Teil der Schülerschaft ins Wechselmodell schafft, um mehr Räumlichkeiten zu schaffen für die Schüler, die es schwerer haben. Aber solche individuellen Lösungen müssen ermöglicht werden, meine Damen und Herren. Und wir sagen ausdrücklich ab Klasse 7, weil wir glauben, das sind die Schüler selbstständiger. Da können die besser damit klarkommen, auch mal einen Tag zu Hause zu lernen. Da ist auch der Betreuungsaufwand zu Hause nicht so groß. Und Eltern sind dann auch nicht so gefordert. Wenn Sie sagen, wir machen das wie in Bayern ab Klasse 8, da werden wir uns nicht verrennen, dann sind wir gerne gesprächsbereit, auch andere Lösungen zu finden. Aber ich glaube, ab Klasse 7 ist ein gängiges Modell, das ja schon zum Teil in Hessen praktiziert wird. Wir sagen ausdrücklich auch, wir wollen möglichst die Grundschulen erst einmal da rauslassen, weil das sind ganz andere Herausforderungen. Aber ausschließen dürfen wir es auch nicht. Und sollte es dazu kommen, dass auch Grundschulen ins Wechselmodell gehen müssen, dann brauchen wir eine Betreuungsgarantie ohne Wenn und Aber. Denn wir dürfen Eltern nicht nochmals weiter belasten, meine Damen und Herren. Und wir müssen auch die Schüler
mit besonderen Herausforderungen im Blick behalten, die eben, auch wenn sie älter sind, nicht so gut lernen können. Deswegen muss man auch darüber reden, wie man Lernarrangements treffen kann, durch Patenprogramme oder wie auch immer, um die Schüler, die eben zu Hause nicht einen eigenen Raum haben, nicht einen eigenen Schreibtisch haben, vielleicht nicht mal WLAN zu Hause haben, wie man denen auch dort helfen kann. Denn wir wissen natürlich, das Ganze kann nur ein vorübergehendes Modell sein. Der Präsenzunterricht ist am Ende nicht hundertprozentig zu ersetzen. Aber trotzdem ist es so besser und sicherer, als wirklich auf den Zwang zum Normalunterricht zu setzen, meine Damen und Herren. Und ein Punkt, ich komme zum Schluss, mein letzter Punkt. Vielleicht agiert Schwarz-Grün so zögerlich, auch weil sie Angst haben, dass dann nicht die Voraussetzungen für zentrale Abschlussprüfungen gegeben sind, an denen sie ja so unbedingt festhalten wollen. Das ist doch aber längst der Fall schon. Es ist doch schon so, dass unterschiedliche Bedingungen im Land sind. Wir haben keine gleichwertigen Lernbedingungen mehr im Land. Manche Klassen sind reihenweise in Quarantäne nacheinander. Schulen sind, auch wenn sie nicht viele komplett geschlossen sind, aber ganze Jahrgänge immer wieder in der Quarantäne. Und deswegen sind die Voraussetzungen für zentrale Prüfungen nicht gegeben. Und wir sagen, bitte lassen Sie danach, nehmen Sie Druck aus dem System und sorgen Sie dafür, dass eben dezentrale Prüfungen geschrieben werden oder zumindest am Beispiel Abitur so ein großes Portfolio an Aufgaben da ist, dass am Ende für alle, was dabei ist, das den wirklich absolvierten Unterricht auch abdeckt. Meine Damen, das bitte ich Sie wirklich herzlich, da Druck aus dem System zu nehmen und auch auf die Anzahl der Klausuren, die geschrieben werden müssen, auch da etwas zu reduzieren, damit einfach wirklich viel entspannter an Schulen dieses Schuljahr gelernt werden kann. Daran appelliere ich Sie. Und bitte zum Schluss, ich kann sagen, in der Sommerpause ist aus unserer Sicht hätte mehr passieren können. Bitte, liebe Landesregierung, Herr Kultusminister, passen Sie auf, dass jetzt nicht der Winterschlaf droht. Bitte sorgen Sie jetzt dafür, dass für das neue Jahr, auch für die Prüfungen, die im Frühjahr anstehen, jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das alle gut und sicher absolvieren können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat sich nun Herr Promny zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestern haben wir hier schon über den Haushalt diskutiert, und heute folgt eine Debatte über das digitale Lernen. Beides kommt natürlich nicht aus ohne den Verweis auf die Corona-Krise. Und natürlich offenbart die Krise auch die Missstände. Ich greife jetzt nicht verbal zur Lupe, denn gebrannt hat es in den meisten Fällen ja bereits vorher, etwa beim Thema Lehrermangel oder bei dem Thema digitale Bildung. Meine Damen und Herren, das Vorgehen der Landesregierung ist in der Regierungserklärung am Dienstag ja auch noch mal lang und ausführlich unterstrichen worden. Und hier wurde ausgeführt, wenn es vertretbar ist, wird am Präsenzunterricht festgehalten. Wir haben im Ausschuss mehrfach nachgefragt, was die Landesregierung denn unter vertretbar überhaupt versteht. Eine wirkliche Antwort ist bis heute nicht gegeben worden, meine Damen und Herren. Die SPD hat jetzt eine eigene Antwort vorgelegt und spricht von einer Inzidenz von deutlich über 50. Das sieht die Landesregierung offensichtlich anders, denn bei der neuen Warnstufe von über 200 wurden ja wieder keine besonderen Maßnahmen für Schulen benannt. Im Eskalationskonzept der Landesregierung ist ab der Stufe schwarz aufgeführt, die schulspezifische Umsetzung weitergehender Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung in den älteren Jahrgängen ab Stufe 8 ist in Betracht zu ziehen. Stichwort Stunde der Wahrheit. Ich verstehe ja Ihre sachzwangreduzierte Ehrlichkeit an dieser Stelle, aber seien Sie doch wenigstens mal so ehrlich und sagen Sie, warum Sie das Wechselmodell nicht wollen. Das ist mit dem Recht auf Bildung, das nimmt Ihnen keiner mehr ab. Tut mir leid. Und natürlich ist auch das Wechselmodell pädagogisch verantwortbar, zumindest zeitlich und regional begrenzt. Bei Ihrer Ablehnung geht es schlicht darum, dass Sie das Drama aus dem Frühjahr nicht wiederholen wollen. Und das Problem dabei ist, Sie hätten ja Vorkehrungen treffen können. Kollege Dege hat es angesprochen.
dass sich dieses Drama nicht wiederholt. Aber Sie haben den Sommer über komplett den Winterschlaf gemacht. Und das rächt sich jetzt. Ja, meine Damen und Herren, wir sind regelmäßig an den Schulen unterwegs, und wir wissen doch selber ganz genau, wie es da aussieht, insbesondere mit Blick auf das digitale Lernen. Und genau deshalb wehren Sie sich doch auch gegen das Wechselmodell. Machen wir uns mal an der Stelle ehrlich. Die Strategie der Landesregierung ist es, stattdessen seit Wochen nur nach dem Ob zu fragen, ob es weiterhin den Präsenzunterricht gibt oder nicht. Aber das ist doch gar nicht der Punkt, meine Damen und Herren. Das ist gar nicht der Punkt. Die Frage ist, gibt es einen Plan B? Die Opposition ist da schon einen Schritt weiter, denn wir stellen gemeinsam die Frage nach dem Wie, nicht mehr nach dem Ob. Und ganz oben steht dabei die Bildungs- und Betreuungsgarantie. Sie ist der Grundsatz, aus dem sich alles ableiten muss. Wir haben ja im letzten Plenum schon die Landesregierung aufgefordert, die Bildungs- und Betreuungsgarantie auszusprechen. Und deshalb begrüßen wir auch den Punkt 6 des SPD-Antrags. Auf dieser Bildungs- und Betreuungsgarantie folgt die Sicherstellung der notwendigen Voraussetzungen. Wir bleiben nämlich nicht, wie etwa die Landesregierung, einfach bei diesem Recht auf Bildung stehen und folgern dann daraus den unveränderten Präsenzunterricht. Nein, wir fragen stattdessen, welche Voraussetzung braucht die Sicherstellung einer Bildungs- und Betreuungsgarantie? Zunächst natürlich eine ausgearbeitete Teststrategie und einheitliche Quarantäneregelung für den Bildungsbereich. Frankfurt und Offenbach haben im November entschieden, die Lernkohorten einer positiv getesteten Person nicht mehr in Quarantäne zu schicken. Das ist kein regional differenziertes Vorgehen, wie Sie es immer beschwören. Beim Thema Quarantäne gibt es mittlerweile gerade einfach einen Gang quer durch den gesamten Garten. Es braucht hier dringend einheitliche Regelungen, zumindest für vergleichbare Fallkonstellationen, meine Damen und Herren. In dem dazugehörigen Hessenschaubericht vom 10. November räumt die Stadt Offenbach zudem ein, dass Corona-Tests an Schulen wegen Engpässen nicht mehr in allen Fällen sichergestellt werden können. Dieses Vorgehen sei, ich zitiere, für die Eltern nicht mehr nachvollziehbar. Das finde ich noch sehr nett ausgedrückt. Und Sie wissen ja, bekanntlich ist nett ja die kleine Schwester von. Ja. Deshalb fordern wir in unserem Punkt 3 des Antrags, dass Schnelltests prioritär auch im Schulbereich eingesetzt werden, und zwar für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Darüber hinaus gilt, dass FFP2-Masken, ausreichend Desinfektionsmittel und weitere Schutz- und Hygienemaßnahmen gewährleistet sein müssen. In der derzeitigen Situation muss Präsenzunterricht aber dringend auch durch die Möglichkeit des Wechselmodells ergänzt werden. Und das Wechselmodell pädagogisch verantwortlich durchführen zu können, braucht es wiederum bestimmte Voraussetzungen. Und da haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder unsere Forderungen klar artikuliert. Ich will jetzt hier noch mal zwei weitere Punkte besonders hervorheben. Erstens das Schulportal. Es ist ja mittlerweile deutlich geworden, dass da eine ziemliche Fehlkalkulation im Hintergrund stattgefunden hat. Die Ausrollung auf alle Schulen hat die Kultusverwaltung offensichtlich vor schier unlösbare Probleme gestellt, und es ist ja auch immer noch nicht abgeschlossen. Deshalb fordere ich hier ausdrücklich noch mal die unverzügliche Behebung dieses Problems. Zweitens. Wir haben uns noch einmal sehr detailliert mit den Hinweisen zum digitalen Lernen auf der Seite des hessischen Bildungsservers auseinandergesetzt. Nicht mehr zeitgemäß ist da noch sehr nett ausgedrückt, meine Damen und Herren. Sehr nett ausgedrückt. Ja, absolut. Sie wissen ja, als die kleine Schwester von und so. Wir haben das vor Monaten schon wieder gefordert und wiederholen das hier noch einmal. Es braucht dringend eine enge Zusammenarbeit mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten zur Erstellung einer sogenannten Whitelist. Die Lehrkräfte können sich doch nicht allem Überfluss, den sie ohnehin schon ausgesetzt sind, noch stundenlang damit beschäftigen, mit welchen digitalen Angeboten sie sich gegebenenfalls zur Unterstützung des Unterrichts bedienen können, ohne sich rechtlich haftbar zu machen. Sie müssen nach unserer Auffassung mit einem Klick eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, die Sie dann auch rechtssicher nutzen können, meine Damen und Herren.
Ich möchte noch einen letzten wichtigen Aspekt ansprechen. Er ist auch Thema im SPD-Antrag. Es geht um einen Blick in die Zukunft, in das Frühjahr und in den Sommer nächsten Jahres. Und vielleicht haben Sie diesbezüglich der Durchführung der Abschlussprüfung heute schon neue Informationen für uns. Ich würde es mir wünschen für unsere Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrkräfte an den Schulen. Sie haben ja schon einmal den Fehler gemacht, im Sommer nicht an den Herbst zu denken und im Herbst nicht an den Winter. Und dieser Fehler sollte für das neue Jahr sich nicht wiederholen. Wir haben freundlicherweise, wir waren da sehr nett, eine kleine Anfrage gestellt, um sozusagen darauf schon mal hinzuweisen, im Hinblick auf die zentralen Abschlussprüfungen. Denn die Schulleitungen, das ist klar, drängen ja schon seit Monaten auf neue Regelungen. Sie müssen hier einen konkreten Rahmen erhalten, innerhalb dessen sie sich dann aber auch flexibel entscheiden können. Auch hier geht es ja nicht nur um Schulen, die komplett geschlossen werden, sondern auch um Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Es ist davon auszugehen, dass nicht immer dieselben Schülerinnen und Schüler davon betroffen sind. Und das heißt auch, dass eine Vielzahl von ihnen temporär Stoff verpasst und die Lehrkräfte deshalb sehr genau schauen müssen, wie sie welchen Stoff auch dann entsprechend behandeln. Meine Damen und Herren, es gab viel Kritik an der Kommunikation der Landesregierung, an der Kommunikation des Kultusministers in den letzten Monaten. Und ich fordere Sie daher auf, gerade bei diesem Thema ausdrücklich die Schulleitungen und die Verbände frühzeitig zu informieren und einzubinden. Wir wagen in unserem Antrag schlussendlich noch einen weiteren Blick in die Zukunft, und zwar im Zusammenhang mit dem Bereich des digitalen Lernens. Wir würden gerne einen sogenannten Hackathon in Hessen veranstalten und grundsätzlich noch mehr Ideen zum digitalen Lernen sammeln. Dabei kann neben Softwarelösungen auch Pädagogik und insbesondere die Didaktik eine Rolle spielen. Abschließend halte ich fest, meine Damen und Herren, der unveränderte Schulbetrieb an Hessens Schulen ist nicht alternativlos. Es gibt sehr viele kreative Lösungen. Sie müssen sie einfach nur anpacken. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion erteile ich nun Herrn Scholz das Wort, nachdem das Rednerpult desinfiziert wurde. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, danke schön. Und täglich grüßt das Murmeltier, kam mir schon nach Kenntnisnahme des ersten Halbsatzes der SPD-Antrages unvermittelt in den Sinn. Zitat: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein praxistaugliches Konzept für den Unterricht unter Pandemiebedingungen vorzulegen, da es zu Schulschließungen analog zu denjenigen des Frühjahres nicht mehr kommen dürfe. Meine Damen und Herren, die Pandemie steht jetzt kurz vor ihrem ersten Jahresjubiläum, und man kann es kaum noch zählen, wie oft die Erstellung und Umsetzung eines einheitlichen und rechtskonformen Konzeptes vor dem Hintergrund der dynamischen Pandemieentwicklung seitens meiner Fraktion gegenüber dem Kultusministerium angemahnt wurde, jedoch vergeblich. Wie bereits gestern in meiner Rede zum Bildungshaushalt ausgeführt, begrüßen wir ja auch im Grundsatz die Priorisierung des Präsenzunterrichts des Hessischen Kultusministeriums. Jedoch mangelt es nach wie vor an der nötigen Ausgestaltung der digitalen Infrastruktur, insbesondere bei kleineren Schulen im ländlichen Raum. Von einem Einsatz des Schulportals als Lernplattform sind wir noch himmelweit entfernt. Und ich sehe uns nicht bei 90%, jedenfalls nicht in seiner kompletten Nutzung, weil weder geeignete Lehr- und Lernprogramme noch die dazugehörigen Fortbildungskurse für Pädagogen in hinreichender Ausprägung und Anzahl vorgehalten werden. Ein Internetzugang per Glasfaser wird für viele Schulen ein frommer Wunsch bleiben, und die Ausstattung der Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten verläuft aufgrund struktureller
Planungsdefizite nach wie vor im Schneckentempo. So gibt es Landkreise, in denen noch nicht ein einziges Endgerät angekommen ist. Einige großstädtische Schulen wurden zwar inzwischen mit wenigen iPads beliefert, deren Festplatten jedoch leer seien, wie die Vorsitzende des Schulelternbeirates der Hermann-Ehlers-Schule in Wiesbaden berichtete. Die Konfiguration der Geräte für Unterrichtszwecke sei angesichts von gerade einmal 2 IT-Beauftragten an ihrer Schule eine gewaltige Herausforderung. Nach Aussage des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes sei mit der Auslieferung von Laptops für Lehrer vor dem nächsten Schuljahr nicht zu rechnen. Zahlreiche Telefonate, die von mir in den letzten Tagen mit verschiedenen Schulen geführt wurden, stützten diese Prognose. Der Unmut über unseren Kultusminister ist in der Lehrerschaft nicht zu überhören. Allgemeiner Tenor war, dass sich die Kollegen von ihm im Stich gelassen fühlen. Und wenn schon allein die bloße Frage nach der Bewertung der aktuellen Lage in Bezug auf die IT-Ausstattung an ihrer Schule am anderen Ende der Leitung zu einem müden Lachen führt, erübrigen sich weitere Fragen nach der allgemeinen Stimmung in den Lehrerkollegien. Eingedenk dieser unzureichenden Voraussetzungen ist an einen zielführenden Wechselunterricht zurzeit gar nicht zu denken. Unsere Bemühungen müssen also der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts in allen Jahrgangsstufen gelten. Wechsel- oder reiner Distanzunterricht dürfen nur die allerletzten Optionen vor einer Schulschließung sein. Computer können keine Lehrer und keine sozialen Kontakte ersetzen, meine Damen und Herren. Der Einsatz des sogenannten Wechselmodells, also eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht, sollte frühestens, und das ist meine Überzeugung, für Gymnasien ab der Oberstufe, teilweise für die Berufsschulen, als Ultima Ratio vorgesehen werden, da man in diesem Alter schon eher von einer selbstständigen Arbeitsweise ausgehen kann. Der chronische Lehrermangel in Verbindung mit besagter unzureichender digitaler Infrastruktur verhindern einen halbwegs pädagogisch qualifizierten Wechselunterricht. Jüngere Schüler, Schüler aus bildungsfernen Schichten oder anderweitig benachteiligte Kinder oder Kinder mit Förderbedarf laufen demgegenüber Gefahr, durch Wechsel- und Distanzunterricht noch weiter abgehängt zu werden. Bezugnehmend auf den Antragspunkt 3 sind unseres Erachtens Maßnahmen wie z.B. der zeitversetzte Unterrichtsbeginn im Rahmen eines Schichtbetriebes weitaus besser geeignet als das Wechselmodell, um den Schulverkehr zu entlasten. Außerdem würde dieser darüber hinaus die Begegnungen der Schüler auf den Schulfluren während der Pausenzeiten und zum Mittagessen minimieren. Hierzu sollte man auch über einen versetzten Vor- und Nachmittagsbetrieb sowie über einen Unterricht am Samstagvormittag nachdenken, meine Damen und Herren. Auch wenn Sie das nicht mehr hören wollen, so weise ich auch an dieser Stelle wieder auf unseren Antrag mit dem Titel Effektiver Präsenzunterricht an den hessischen Schulen während des Pandemiezustandes hin. Sie erinnern sich, darin wird die Landesregierung zur Erstellung und Umsetzung eines Hygienekonzeptes aufgefordert, welches aus Maßnahmen zur Luftreinigung, Handhygiene und Schichtbetrieb besteht. Kernanliegen unseres Antrags ist es, alle hessischen Schulen, ich wiederhole mich, mit mobilen und final mit ausschließlich modernen, stationären Luftreinigungssystemen mit Frischluftzufuhr und Klimafunktion auszustatten. Ja, meine Damen und Herren, das kostet Geld. 120 Millionen Euro, ganze 1% des von der Regierungskoalition beschlossenen Corona-Sondervermögens. Aber ich frage Sie, wenn wir dadurch wieder Normalität in unsere Schulen einkehren lassen können, uns keine Gedanken mehr machen müssen über Wechsel- oder Distanzunterricht, Betreuungsgarantien für betroffene Eltern, über Maskenpflicht und Abstandsregeln oder gar Schulschließungen oder das Aussetzen von Abschlussprüfungen, wäre das nicht gut angelegtes Geld? Das, liebe Kollegen von der SPD-Fraktion, wäre die richtige Antwort auf Ihre Antragstitel sicheres und angstfreies Lernen in der Krise garantieren.
Und da es sich bei diesen Maßnahmen meines Erachtens um originäre Landesaufgaben handelt, fordern wir zur Umsetzung dieses Vorhabens die Einrichtung einer zentralen Leitstelle, die dem Kultusministerium direkt unterstellt ist. Nach der gegenwärtigen Rechtslage hierfür zuständigen Schulträger wären mit dieser Aufgabe restlos überfordert. Gleiches gilt auch für die Versorgung mit digitalen Endgeräten. Es muss aufhören, den schwarzen Peter immer wieder den Kommunen bzw. den Schulträgern zuzuschieben. Die Antragsforderungen der SPD, die zentralen Haupt- und Realschulprüfungen und das Zentralabitur auszusetzen, geht völlig an der Realität vorbei. Die Prüfungsvorbereitungen beginnen bereits im Februar. Erwarten Sie tatsächlich, dass die Schulen bis dahin eigene Prüfungsformate und Konzepte entwickelt haben? Die Landesregierung soll die Schulen dabei unterstützen. Hat denn die Landesregierung in diesem Jahr auch nur ein einziges tragfähiges Konzept vorgelegt? Kommen Sie bitte wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, liebe Kollegen von der SPD. Und aus meiner Erfahrung aus der Berufspraxis als Lehrer weiß ich, dass für die Schüler gerade des Haupt- und Realschulzweiges die Abschlussarbeiten in den drei Hauptfächern, welche übrigens nur zu einem Drittel in die Gesamtbewertung eingeht und dementsprechend auch eine differenzierte Gewichtung erlaubt, der Höhepunkt ihrer Schullaufbahn ist. Zum ersten Mal werden Sie hier einer Prüfungssituation ausgesetzt, welche später auch in den weiterführenden Bildungseinrichtungen von Ihnen zu meistern sein wird. Selbiges trifft natürlich auch für unsere Abiturienten zu. Die Erfahrung von Prüfungsängsten machen dabei praktisch alle Schüler. Das heißt, dieser Umstand ist völlig unabhängig von der derzeitigen Pandemie. Es liegt am Lehrer, der als erfahrener Pädagoge seine Schüler sorgfältig vorbereitet und somit der Entstehung etwaiger Ängste vorbeugt. Meine Damen und Herren, den Inhalt der Frankfurter Erklärung 5 wird auch von der Seite unserer Fraktion mit Sorge zur Kenntnis genommen. Es ist nunmehr an der Landesregierung, umgehend geeignete Handelsschritte einzuleiten. Zum jetzt recht kurzfristig eingereichten dringlichen Antrag der Fraktion der FDP lassen Sie mich zwei abschließende Feststellungen treffen. Antragspunkt 5 fordert die Veröffentlichung einer sogenannten Whitelist. Sie sprachen schon an, Herr Promny, auf der Netzseite des Hessischen Bildungsservers mit Angeboten diverser Softwareanbieter. Dies, liebe Liberale, wäre ein weiterer Schritt zur Kommerzialisierung des Bildungssystems, den wir nicht mitgehen werden. In Antragspunkt 6 wird allen Ernstes vorgeschlagen, Programme für die Schule im Rahmen eines sogenannten Hackathons zu entwickeln oder Hackathons zu entwickeln. Dies ist aus pädagogischer Sicht sehr unverantwortlich. Denn die Erstellung anspruchsvoller, digital, also didaktisch-methodischer Anwendungen erfordert einen langwierigen Abstimmungsprozess zwischen den schulischen Akteuren und den Softwareexperten und geht deutlich über die eigentliche Programmierarbeit hinaus. Bitte einen letzten Satz. Ja, ich komme zum Schluss. Lassen Sie mich Bilanz ziehen. Der vorliegende Antrag der Fraktion der SPD enthält einige zutreffende Bewertungen der gegenwärtigen Lage des hessischen Bildungssystems, jedoch keinerlei elaborierten Lösungsvorschläge und erfährt unsere Ablehnung. Den dringlichen Antrag der FDP ereilt aufgrund der erwähnten Inhalte dasselbe Schicksal. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir waren sehr großzügig im Präsidium. Bitte, bitte. Als Nächsten darf ich Herrn Dr. Falk bitten, an das saubere Pult zu kommen und den Beitrag zu leisten. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich will vielleicht mal ganz kurz noch einen Satz in Richtung Herrn Promny sagen von der FDP. Ich will mir auch kein Urteil erlauben über die schulpolitische Expertise von Herrn Promny und von der gegenwärtigen FDP-Fraktion. Ich will nur mal kurz aus meinen Gefühlen berichten als Lehrer, als wir zwei FDP-Kultusministerinnen hatten. Ich bin heilfroh, und da sind ganz viele Kollegen meiner Meinung, dass diese Episode vorbei ist. Aber es ist ja neuer Landtag, neue Fraktion, neues Spiel, neues Glück.
Zunächst ist es mir ein Anliegen, allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleitungen, dem Sekretariat, dem Hausmeisterteam und allen in Schulen Tätigen ganz herzlich für ihre wertvolle Mitarbeit und ihren großartigen Einsatz in diesen sehr schwierigen Zeiten aufrichtig zu danken. Gerade die Jüngsten ertragen die notwendigen Einschränkungen zurzeit sehr tapfer. Und ich finde, wir sollten solche Fragen wie das Wechselmodell nicht zu einer Ideologie erheben, sondern wir sollten jetzt in diesen Zeiten daran denken, was ist das Beste für die Kinder. Nach dem ersten Lockdown erleben wir gerade eine weitere Phase mit großen Einschränkungen, gerade für die Jugendlichen. Discos, Clubs, Kinos, Theater, Opern, Fitnessstudio, Vereinssport und vieles mehr ist momentan geschlossen oder gar nicht möglich. Das Treffen im öffentlichen Raum ist eingeschränkt und im Winter auch nicht so spannend wie im Sommer. In dieser Situation kommt der Schule als Begegnungsstätte eine zentrale Rolle zu. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an die strahlenden Kinderaugen, als die Schulen nach dem ersten Lockdown wieder geöffnet haben. Die allermeisten Kinder und Jugendliche gehen sehr gerne in die Schule. Schule ist für Kinder und Jugendliche eine wichtige Begegnungsstätte, in der oft Freundschaften fürs Leben geschlossen werden. Wir müssen allein aus diesem Grund wohl überlegen, ob wir Schulen schließen bzw. die Teilnahme am Unterricht stark einschränken. Neben diesem sozialen Aspekt hat die Schule selbstverständlich auch einen Bildungsauftrag. Und, das wird für mein Befinden in der Diskussion oft vernachlässigt, sie hat auch einen Erziehungsauftrag. Wir fragen uns gar nicht, wie soll denn Erziehung überhaupt digital stattfinden? Eine gute Ausbildung ist wichtig für die Realisierung von Lebensplänen, auch wenn sich diese Pläne im Laufe des Lebens gern einmal ändern. Und wer Schulen schließt oder Unterricht stark einschränken will, der muss auch dies bedenken. Ich komme nun zum Antrag der SPD. Sicheres und angstfreies Lernen in der Krise garantieren und zum aufgerufenen FDP-Antrag. Wenn man möchte, dass Menschen keine Angst haben, dann sollte man tunlichst das Wort Angst vermeiden. Es darf hier nicht der Eindruck entstehen, dass die SPD in Hessen den Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern Angst machen oder gar Angst schüren möchte. Das unterstelle ich der SPD auch nicht, sondern ich gehe vielmehr davon aus, dass auch Sie sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten dafür einsetzen, dass Hessen die Pandemie bestmöglich übersteht. Ich begrüße es und darf auch mal loben. Frau Böhm hat ja gestern aufgefordert, mehr zu loben, dass die SPD das Wechselmodell fordert und gleichzeitig der Antrag gut zeigt, dass Sie sich hier Gedanken gemacht haben. Sie erkennen selbst die ersten Konsequenzen Ihrer Forderung nach Wechselunterricht. Sie erkennen richtig, Wechselunterricht schadet den ohnehin benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Sie wollen Räumlichkeiten im Umfeld der Schule nutzen, aber sagen dabei nichts zu den Anforderungen an diese Räume. Wer beaufsichtigt die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg dorthin? Gibt es in diesen Räumen eine geeignete IT-Ausstattung? Wer übernimmt die Kosten für Miete, Reinigung und eventuellen Bustransport? Sie erkennen richtig, es gibt Unterschiede in der Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Sie wollen unterschiedliche Anforderungen an den häuslichen Betreuungsaufwand sowie die unterschiedliche technische Ausstattung der Schulen sowie der Schülerinnen und Schüler zu Hause berücksichtigen. Sie fragen zu Recht, ab welcher Klasse Wechselunterricht eingeführt werden soll. Sie wollen Schülerinnen und Schülern mit Benachteiligungen und besonderen Bedarfen individuell, intensiv und kontinuierlich fördern. Und Sie wollen, das ist toll, eine Betreuungsgarantie einführen, ohne zu sagen, wie das realisiert werden soll. Wissen Sie, wo wir landen, wenn wir das alles umsetzen? Wir landen wieder in der Schule. Denn genau diese wichtigen Anforderungen und vieles mehr erfüllen die Schulen jeden Tag. Individuelle Förderung, gleiche Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler sowie eine Betreuungsgarantie, das alles bietet die Schule. Sie haben hoffentlich, während Sie Ihren Antrag geschrieben haben, gemerkt, dass die Einführung des Wechselunterrichts viele Herausforderungen mit sich bringt. Es ist daher wichtig, dass wir uns die Entscheidung über Wechselunterricht oder Präsenzunterricht nicht leicht machen, sondern klug und besonnen abwägen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen das Wechselmodell. Es entspricht schließlich der dritten Stufe des Hessischen Stufenplans.
Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass Hessen das erste Bundesland war, das im Oktober den Wechselunterricht auf freiwilliger Basis bis zu 25% des regulären Unterrichts ermöglicht hat. So viel zum Thema Zögern und Zaudern. Wechselunterricht ist aber leider kein Allheilmittel. Im Landkreis Limburg-Weilburg, der wurde eben schon genannt, wurde bei einer steigenden Inzidenz von 100 Anfang November der Wechselunterricht eingeführt. In der Folge stieg die Inzidenz, ich glaube gestern, bis auf 223 an. Man kann daher ableiten, dass der Wechsel zum Wechselunterricht sozusagen nicht dramatisch die Inzidenz verändert. Dazu gibt es auch heute einen Artikel in der Welt, wo untersucht wird, wie sich die Ferien, Herbstferien und Sommerferien auf die Inzidenz ausgewirkt haben. Und auch da wird deutlich, dass die Schule keinen großen Einfluss hat. Die Abwägung, welche Unterrichtsform die richtige ist, macht sich niemand leicht. Und jeden Tag wird die dynamische Lage neu bewertet und es werden jeden Tag neue Entscheidungen getroffen. Als Opposition können Sie sich natürlich, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, einen Punkt herausgreifen, der Ihnen opportun erscheint. Als Regierung und regierungstragende Fraktionen müssen Sie das ganze Land im Blick haben. Sie müssen entscheiden, und Sie tragen die Gesamtverantwortung. Vorschläge kann man viele machen, davon haben Sie aber noch keine Entscheidung. Schulen sind keine Hotspots oder Infektionstreiber. Ministerpräsident Volker Bouffier hat gestern die Situation in den Schulen in Hessen und Deutschland ausführlich erläutert. Wir halten deshalb in der gegenwärtigen Situation am Präsenzunterricht fest. Und das ist auch eine Bitte von vielen Eltern und Schülerinnen und Schülern, die uns erreicht. Es gibt zudem eine Reihe von Schulen, die seit Wochen ohne einen einzigen Corona-Fall sind. Und in diesen Schulen ist es nicht sehr besonders plausibel zu sagen, wir gehen in ein Wechselmodell. Ich komme nun zu Ihren Vorschlägen, auf zentrale Haupt- und Realschulprüfungen und auf das Landesabitur zu verzichten. Anstelle der Landesprüfungen wollen Sie die Ausgestaltung der Prüfungen den Schulen überlassen. Wenn ich mich mal Ihrer Worte und Ihrem Duktus bedienen darf, müssten Sie eigentlich sagen, wir wollen die Prüfungen auf die Schulen abwälzen und wir wollen die Schulen alleine lassen. So müssten Sie es eigentlich formulieren, wenn Ihre Argumentation konsistent bleiben soll. An dieser Stelle darf ich Ihnen aber auch die Sorge nehmen, dass das Land Hessen die Schulen alleine lässt. Das tut es nicht. Und auch Hessen stellt in Corona-Zeiten Bildungsabschlüsse sicher. Erlauben Sie mir bitte noch ein paar Takte über die Zuständigkeiten und die Digitalisierung. Das Land stellt zusammen mit dem Bund zusätzliche Mittel für die Digitalausstattung der Schulen zur Verfügung. Abrufen und umsetzen müssen es die Schulträger, also Landkreise und Städte. Das Land stellt zusätzliche Mittel für Schulsanierung zur Verfügung. Abrufen, umsetzen müssen es die Schulträger. Das Land stellt zusätzliche Mittel für Schulbusse und Lüftungsgeräte zur Verfügung. Abrufen und umsetzen müssen es die Schulträger. Ich will jetzt hier nicht zu lange über Zuständigkeiten diskutieren, sondern einfach daran appellieren, dass in dieser Zeit jede Ebene ihren Beitrag zur Bewältigung der Aufgaben leisten muss. Das Schulportal steht allen Schulen, die das wünschen, zur Verfügung. Jede Schule in Hessen, die das möchte, hat ein Videokonferenztool zur Verfügung. Momentan sind es kommerzielle Anbieter. Ab nächstem Schuljahr gibt es eine einheitliche Landeslösung. Zusammengefasst lässt sich sagen, wir sollten, solange es verantwortbar ist, am Präsenzunterricht festhalten, weil er den besten Bildungserfolg für die Kinder und Jugendlichen und soziale Kontakte ermöglicht. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und schließe mit dem Motto, lieber querlüften als querdenken. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.